Hallo und herzlich willkommen zum Ankündigungsvideo der FIFA 19 Karriere mit Werder Bremen. Ich mache im Voraus ein Video, weil ich noch einiges zu erzählen habe. Ich möchte euch noch einige Statements liefern, wie die Karriere ablaufen wird. Dann könnt ihr für euch entscheiden, muss ich die unbedingt gucken? Muss ich den Kanal für diese Werder Bremen Karriere abonnieren oder kann ich es lassen? Deswegen werde ich in diesem Video erzählen, wie wir diese Karriere spielen werden. Zum Beispiel, dass wir sie nicht auf Zwang realistisch spielen werden, sondern dass wir machen werden, was wir mit unserem Geld machen können. Deswegen würde ich sagen, es empfiehlt sich sehr, dieses Video anzuschauen. Ich wünsche viel Spaß beim Infos sammeln über diese Karriere und dann könnt ihr am Ende dieses Videos entscheiden, ob das was für euch sein wird oder nicht. Sollten euch die Infos in diesem Video, so wie ich die Karriere gestalten möchte, gefallen, könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren. Schreibt mir in die Kommentare, was ich vielleicht in der Karriere beachten sollte. Schreibt mir in die Kommentare, welche Spieler ihr euch für Werder Bremen vielleicht als erstes wünscht. Dann können wir nämlich in der ersten Folge in der Transferphase gleich richtig loslegen. Ich würde sagen, ihr habt genug zu tun. Kommentar schreiben, Daumen nach oben oder Daumen nach unten geben. Ich würde euch empfehlen, euch das Video bis zum Ende anzusehen. Natürlich nur, wenn ihr euch für die FIFA 19 Karriere interessiert. Ansonsten könnt ihr auch jetzt abschalten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, welches dann das erste Video der FIFA 19 Werder Bremen Karriere sein dürfte. Was ganz wichtig ist für diese Karriere, ist, dass wir uns nicht zwanghaft an Realismus halten werden. Das bedeutet, wir werden Transfers tätigen, wenn wir sie tätigen können. Wenn wir genug Geld haben, weil wir genug Spieler verkauft haben, dann werden wir uns auch Starspieler holen. Das bedeutet, wir werden nicht sagen, Werder Bremen in der Bundesliga, da würde niemals ein Alexandro hingehen. Wenn wir das Geld haben, dann werden wir uns diese Spieler kaufen. Sagen wir verkaufen Kruse, sagen wir verkaufen Bargfrede, sagen wir verkaufen Bartels und sagen wir verkaufen den halben Kader. Und wir haben genug Geld, uns einen Starspieler zu kaufen, dann werden wir uns den kaufen. Wir werden uns nicht zwanghaft zurückhalten und sagen, nee, das würde in Real Life nie funktionieren. Denn in der letzten Karriere ist Bayern München fast abgestiegen. Das bedeutet, Realismus ist in einer FIFA-Karriere sowieso nicht vorhanden. Das heißt, wir müssen nicht zwanghaft versuchen, dieses Spiel realistisch zu halten. Wir werden die Karriere so spielen, wie wir sie spielen können. Wir werden alles machen in dieser Karriere, was wir mit unserem Geld machen können. Wir werden alles spielen, was wir spielen können. Und wir werden auf jeden Fall alle Spieler kaufen, die wir kaufen können. Wir werden mit Vorverträgen arbeiten. Wir werden mit allem arbeiten, was uns möglich ist, um unseren Club an die Spitze zu bringen. Denn wenn wir das realistisch machen wollen, dann werden wir maximal 15 Millionen Euro Transfers tätigen können mit Werder Bremen, weil das ist ja die Rekordtransfersumme, die sie in diesem Sommer getätigt haben. Wir wollen uns ja in diesem Spiel mit dem Verein weiterentwickeln und wir wollen unseren Verein ja groß machen. Und das geht nur, wenn wir zum Beispiel Starspieler holen. Und das wird auch ein Ziel von mir sein, dass wir uns an Starspieler ransetzen, an richtig gute Talente, die vielleicht im Real Life in der Bundesliga niemals zu Werder Bremen wechseln würden. Zum Beispiel sagen wir Benjamin Henrichs oder andere große Talente wie Bailey. In-game ist das aber was ganz anderes, denn in-game wollen wir natürlich unseren Club groß machen. Und wenn der Club groß ist, wieso sollten dann gute Talente nicht auch zu Werder Bremen kommen? Ich freue mich auf diese Karriere und natürlich habe ich mir Origin Access Premier geholt, weshalb ich dieses Spiel auch schon spielen kann. Premier ist so ein cooles Wort, das spricht man beim zweiten Mal richtig aus, beim ersten Mal verkackt man es immer. Und ich weiß, ganz viele werden sich für diesen Monat Premium geholt haben, beziehungsweise Premier geholt haben, um dieses Spiel vorher spielen zu können und werden es für nächsten Monat wahrscheinlich wieder kündigen. Und ich hoffe euch, macht die Karriere viel Spaß. Wir werden Werder Bremen natürlich wieder versuchen, an die Spitze zu führen. Wir werden erstmal auf dem Schwierigkeitsgrad Weltklasse anfangen. Wir müssen uns natürlich auch erstmal reinfinden in dieses neue FIFA-Spiel. Na klar, wir haben die Demo alle schon gespielt und wir haben auch das ganze Spielverhalten von FIFA 19 schon kennengelernt. Aber FIFA 19 ist natürlich ein ganz neues Spiel, ein ganz neues Spielverhalten. Es ist wesentlich langsamer in der Demo gewesen als FIFA 18. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das Spielgefühl auch komplett anders ist. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir auf Weltklasse starten. Sollte es dann irgendwann zu leicht werden, dann werden wir uns natürlich steigern zur Legende. Und wenn Legende zu leicht sein sollte, dann werden wir das natürlich auch noch mit den Reglern anpassen. Was ich aber erstmal nicht denke, denn ich weiß nicht, gegen die KI ist immer noch so eine besondere Sache. Da kann man online so gut sein, wie man möchte, aber die KI macht nochmal ihre eigenen Gesetze. Und das ist ja auch gar nicht schlimm, das ist nochmal eine besondere Herausforderung. Ich habe auch schon lange nicht mehr gegen die KI gespielt, ich habe auch schon lange keine Karriere mehr gemacht. Deswegen
kann ich die Karriere auch sehr neutral betrachten und kann auch sagen, wir werden mit der Karriere alles machen, was geht. Wenn wir Geld haben, schmeißen wir das raus. Und wir werden auch irgendwann mal auf Biegen und Brechen einen Spieler kaufen. Wir machen vielleicht auch mal eine Transferphase, wo wir viel verkaufen, dafür wenig einkaufen, mit vielen Jugendtalenten arbeiten und die Saison dann vielleicht abkacken. Aber das ist eben eine Karriere, wie ich sie mir vorstelle. So realistisch möchte ich das nicht gestalten, weil es einfach nicht möglich ist. Ja klar, kann man sagen, wir holen diese Spieler nicht, weil sie in Real Life nicht zu Werder Bremen gehen würden, aber dann kriegen wir unseren Verein natürlich auch nicht groß. Vielleicht spielen wir nicht alle Spiele, wir werden vielleicht hier und da mal ein wenig simulieren, aber ich würde mal sagen, mehr als 10 Spiele in einer Saison werden wir nicht simulieren, definitiv nicht, denn die Folgen sollen ja auch Inhalt haben. Da werde ich mir schon was einfallen lassen, es wird auf jeden Fall eine spaßige Zeit, ich habe richtig Bock auf diese Karriere, denn es sind einige neue Spieler bei Werder Bremen dazugekommen und die meisten Spieler, wo ich gedacht habe, sie bringen eine Werder Bremen Karriere, nun ja, die bringen jetzt leider BVB-Karrieren und deswegen übernehme ich den Part der Werder Bremen-Karriere sehr, sehr gerne. Hab auch richtig Bock drauf und deswegen habe ich mir auch Origin Access Premier geholt. Spätestens am Wochenende sollte es dann das erste Video geben. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr Bock auf eine FIFA 19 Werder Bremen-Karriere habt, in der wir natürlich in die Champions League wollen, die Champions League gewinnen wollen. Wir wollen Meister werden, wir wollen alles mit Werder Bremen erreichen, was wir mit Werder Bremen erreichen können. Wir werden uns gute Spieler holen, wir werden hier und da vielleicht auch mal eine Saison verkacken, wir werden auf jeden Fall mehrere Saisons machen, das kann ich schon mal versprechen. Hier und da mal eine Saison verkacken, weil wir nur Jugendspieler haben oder weil wir zu wenige Spieler haben und dadurch die Breite im Kader fehlt. Das kann alles passieren, aber so ist die Karriere nun mal, so möchte ich sie spielen und nicht auf Zwang, auf Realismus getrimmt. Haut rein! Bis zum nächsten Video und ciao.